Ja, die Hater hacken jetzt wieder auf meinem IQ rum von 85. Aber dabei muss man darüber nachdenken, dass ich mit 85er IQ mehr erreicht habe als viele, die einen höheren IQ haben. Da würde ich nochmal drüber lachen, wenn ich einen höheren IQ hätte. Billie Jean. Meine kürzere Sache mit dem Intelligenztest. Ich habe das auch auf YouTube schon erzählt. Ich habe ja eine psychologische Untersuchung machen sollen, vom Gericht angeordnet wegen meiner Verurteilung, zu dem Zeitpunkt war es noch keine Verurteilung, sondern wegen meinem Auftritt vor Gericht, weil ich ja vor Gericht musste, weil ich mich gegen die Hater die letzten 10 Jahre so verteidigt habe und auch Leuten aufs Maul gehauen habe. Und deswegen musste ich zum psychologischen Gutachter gehen. So. Und bei der Gelegenheit wurde auch gleich ein IQ-Test mitgemacht. Es war allerdings jetzt nichts Großes oder so. Das war ein ganz normaler kleiner IQ-Test. Hat ein paar Stunden gedauert. 3 Stunden oder so. Und mehr war das nicht. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie stundenlang irgendwas gemacht haben. Oder einen ganzen Tag. Ein richtiger großer IQ-Test, der geht ja nicht ein paar Stunden, sondern der geht ja einen ganzen Tag. Oder manchmal sogar über mehrere Tage, je nachdem, wie groß er ist. Und bei dem IQ-Test kam eben raus, dass ich einen IQ von 85 habe. Der IQ ist aber nicht hundertprozentig messbar in der Hinsicht, weil ich einmal die ADS und die Legasthenie habe. Und das wurde damals von einem anderen Psychologen, der mit mir keinen Intelligenztest gemacht hat, wurde ja damals behauptet, beim ersten Gericht, bei der ersten Verurteilung, wurde damals behauptet, ich hätte eine Intelligenzminderung. Die ist jetzt mit der neuen psychologischen Untersuchung weg vom Tisch. Also keine Intelligenzminderung. Mein IQ ist relativ niedrig, aber mein IQ ist deswegen so niedrig, weil ich eben durch die Lernschwäche gehandicapt bin. So wurde das erklärt. Und demnach ist es nachvollziehbar. Ich habe in bestimmten Bereichen auch besonders gut abgeschnitten. Was dann halt auch den IQ wieder hochheben würde. Aber aufgrund dessen, dass ich ja in anderen Bereichen so relativ schlecht aufgrund meiner Lernschwäche und meiner Konzentrationsschwäche abgeschnitten habe, bin ich dementsprechend schlecht gewesen. So. Und einfach aus Spaß hat es mich immer mal interessiert, wie hoch mein IQ ist. Und ich muss ganz ehrlich immer sagen, ich hatte immer gehofft, dass mein IQ ein bisschen höher ist. Ich hatte ja keine Ahnung, wie hoch er ist. Einfach nur, damit die Hater die Schnauze halten. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist kein Witz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass mein IQ nicht so hoch ist. Ich bin froh darüber, dass mein IQ nicht auf 100 oder so ist oder auf dem Durchschnitt. Weil wäre mein IQ auf dem gleichen Durchschnitt wie bei den meisten Menschen und vor allem gleich wie bei den Hatern, dann müsste ich mich ja mit den Typen in einen Topf werfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es an meinem begrenzten IQ, dass ich so dämlich bin und nicht verstehe, warum sowas, was Hank Loser und andere Hater abziehen, lustig ist. Ich verstehe das nämlich nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Es gibt aber auch Leute, die ich kenne, die einen höheren IQ haben und die verstehen das auch nicht. Und es ist letzten Endes so, dass es aber halt einfach total lächerlich ist. Es ist total lächerlich, so eine Scheiße abzuziehen und die ganze Zeit hier rumzustressen, weil man die ganze Zeit sagt, ich habe so einen hohen IQ, ich bin so geil und du bist so schlecht, weil du hast so einen geringen IQ. 85, nicht 58 übrigens. Und selbst wenn er 58 wäre, dann wäre ich immer noch schlauer als alle Hater zusammen. Einfach nur deswegen, weil die Hater wieder ihren Kindergarten durchziehen. Ja? Ich meine, in meinem Ernst. Wie kann ein Mensch, der von sich selbst behauptet, dass er intelligent ist, so einen Scheiß abziehen, wie den die Leute mit mir die letzten Jahre abziehen? Das ist nämlich eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ja? Vielleicht liegt es, wie gesagt, an meinem begrenzten IQ. Vielleicht fehlt mir einfach der entsprechende Teil des IQs, der dafür zuständig ist, dass man sich wie ein Irrer aufführt. Oder dass man totale Scheiße baut. Vielleicht fehlt mir dieser Teil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann bleibe ich lieber auf dem IQ von 85 sitzen und benehme mich wie ein vernünftiger, intelligenter Mensch, auch wenn ich es nicht bin, anstatt mich mit einem höheren IQ hinzustellen und mich wie ein Vollidiot aufzuführen. Da sollte man mal drüber nachdenken.